Hi, schönen guten Morgen. Ich sitze hier, ja, ziemlich splitternackt in unserem gemütlichen Chaos-Wohnwagen, umgeben von zwei Hunden, während meine Tochter Samira draußen schon das Hundefutter startklar macht. Und das, wo wir hier sitzen, das ist ein Campingplatz, ein kleiner, süßer Campingplatz auf einer Höhe von 1100 Metern direkt am Rande der Sierra Nevada, am Rande der 3000er, die wir heute schon ins Blickfeld nehmen wollen. Allerdings sind wir jetzt noch, ja, irgendwie am Spekulieren, wie stellen wir das am dümmsten an. Und im dumm Anstellen sind wir, ja, ziemlich gut. Aber das heißt, wir packen heute erstmal unsere beiden Gummiboote, unsere Zweier-Kajaks aus unserem Dacia Duster, damit wir dort Platz haben für unsere beiden Hunde, für unsere Pennermatratze, die liegt eh schon drin, und für unsere beiden Klappfahrräder. Ja, dann müssen wir wieder runter ins Tal, müssen erstmal tanken. Unser Duster ist ziemlich leer gesoffen und brauchen Sprit, denn wir haben vor, ja, auf ja richtig geile kleine Bergsträßchen der Sierra Nevada hochzufahren. Aber wenn wir schon mal unten sind, dann probieren wir einfach mal so nah wie möglich mit dem PKW an die Altstadt von Granada zu kommen, dann unser Klapprädchen auszupacken, unsere Hunde zu stylen, uns selbst zu stylen und dann in diese alte historische Maurenstadt zu radeln und zu schauen, wie es da eigentlich aussieht. Also, als wir gestern so an der Peripherie vorbeifuhren, haben wir gedacht, ach du Scheiße, die ganze Gegend ist ja zugepflastert mit so Hasenkastenbauten. Wo ist denn hier eigentlich die schöne, sehenswerte, so viel gepriesene historische Stadt Granada? Also, wir haben nichts davon gesehen und wir hoffen, sie ist noch da. Ja, die nächsten 7 Tage haben wir uns jetzt hier eingecheckt. Nicht gerade billig. Übernachtung kostet 32 €. Und ja, wir haben nur keine andere Wahl. Wir können unseren Wohnwagen nicht einfach hier irgendwo in der Pampa stehen lassen. Dann kommt noch jemand auf die Idee und braucht so eine mobile Hundehütte. Und dann ist unsere Behausung futsch. Also müssen wir in den sauren Apfel beißen und ja, ein bisschen Geld löhnen. Aber auch das ist uns scheißegal. Natürlich ist eine solche Tour ja nicht zum Nulltarif. Samira führt genau Buch über unsere Ausgaben. Und im ersten Monat dieser Südeuropa-Tour haben wir unseren Etat schon dezent überzogen. Aber wie dem so ist, egal.